Willkommen bei Mercedes in Burbach. Heute wollen wir uns mal hier dem Dacia-Logo widmen. Und zwar, ich finde es einfach nicht so schön in dem Silber, gerade bei dem schwarzen Auto. Ich möchte das gerne schwarz machen. Und zwar habe ich mir dafür von Foliatec Sprühfolie gekauft. Ich kannte die bis jetzt auch nicht, aber ich habe da schon vieles Schönes drüber gelesen. Muss ich gerade mal gucken. Da. Und zwar in schwarz-matt. Und damit wollen wir dieses Schild folieren, damit er von hinten ein bisschen gecleant ist und schwarz ist. Ja, jetzt ist das Problem, wie kriegen wir das ab? Das ist aber ganz einfach. Ich habe da schon mit angefangen. Wenn ihr hier so Werkzeuge habt, wo ihr auch die Innenverkleidung abmacht, könnt ihr einfach hier hintergehen und vorsichtig das auch da rausziehen. Das ist nämlich nur hier, hier, hier und hier geklippt. Wie gesagt, ich habe das schon vorbereitet, einfach nur aufgesteckt. Dann könnt ihr das so abziehen und da seht ihr hier die Aufnahmepunkte beziehungsweise hier noch diese Gummifropfen, wo das wieder reinkommt. Also ganz einfach, wir kriegen das ab, vorne ganz genauso und dann fangen wir mal mit der Lackiererei an. Jetzt haben wir das Emblem noch entfettet, damit die Folie besser hält. Und jetzt besprühen wir die einfach dünn. Wir müssen insgesamt so 3, 4, 5 Schichten sprühen, wird empfohlen. Ich mache jetzt mal 5. Fangen wir damit an. Dose natürlich immer gut schütteln und dann gucken wir uns gleich das Ergebnis nach 3, 4 Folienschichten an. Jetzt haben wir ein paar Lagen von der Folie draufgesprüht. Das Ergebnis, finde ich, ist sehr ordentlich. Wir haben überall gleichmäßig die Farbe verteilt. Hier, das ist nur ein bisschen Staub. Das ist ein schönes schwarzes Matt. Gefällt mir sehr gut. Ich habe mal noch parallel hier einfach so ein Alustück besprüht und will jetzt mal gucken, ob das wirklich so ist, dass man das wie eine Folie abziehen kann. Weil könnte ja sein, man will nicht mehr haben. Und tatsächlich, ihr könntet abziehen, ja. Es funktioniert zumindest so annähernd wie eine Folie da an diesen Stellen, weiß ich nicht, vielleicht war da irgendwas von der Vorbehandlung her, aber am blanken Alu könnt ihr einfach abziehen. Ihr seht, das ist ziemlich dünn. Gut, dann wollen wir das jetzt mal ein Auto machen und gucken, wie es im Gesamtbild aussieht. Schild ist wieder angebracht. Kein Problem, das ist fest. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus von der Kameraführung her, weil das echt spiegelt ohne Ende, das Schwarz. Aber ich gehe mal ein bisschen zurück, dann können das so ein bisschen erahnen. Ja, also das ist schön matt. Mir gefällt es gut. Mal gucken, ob ich die Spiegelung wegkriege. So, geht vielleicht ein bisschen besser. Mir gefällt es sehr gut, weil ich das helle eh nicht so mag. Und jetzt so als Akzent ein bisschen im Matt. Finde ich schön. Vorne machen wir das auch noch. Ich hoffe, euch konnte euch eine kleine Idee geben. Ihr könnt im Prinzip alle anderen Farben auch nehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like am Abo. Macht die Glocke an. Bis dahin. Ciao, tschüss.